willkommen zurück, ihr kleinen Schlingelboys und Girls, wie es macht. Was? What? Übelst den Text verkackt. Egal. Herzlich willkommen zurück, ihr kleinen Freunde. Warte mal, was? So viele sind ja noch gar nicht da. Was ist los mit euch? Seid ihr etwa noch in der Schule? Okay. Habe ich mal nicht gehört. Wir sind zurück in Flori, meine lieben Freunde, beziehungsweise auf Route 205. Und wir sind endlich wieder back in business, Leute. In einer neuen Aufnahmesession. Und ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, dass es weitergeht. Wir haben Freitag heute, zufälligerweise. Und es gibt kein Driftloon hier. Es ist kein Driftloon hier. Kein Driftloon. Naja. In Ordnung. Windkraftwerk. Ja, Windkraftwerk, Ökologie, bla, bli, blu. So. Wag es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galactic gehört, der Zutritt verboten ist. Aber du siehst mir so aus, als würdest du versuchen wollen, hineinzugehen. Also gut, dann lass uns um den Zutritt kämpfen. Bitch! Lass mich rein, oder ich werde dich aus der Galaxis knüppeln, mein lieber Freund. Shinbreaker Diamond ist unser Lied gegen... Wow! Du Fug, das Ding ist Level 13, Alter. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir gehen raus. Wir gehen raus zu John Cena! Und klatschen Charmian einfach mal auf die... Ich bitte dich. Ich bitte dich, Charmian. Was interessiert mich der Heuler, wenn ich einen fucking Energiefokus John Cena habe? Hä? Flinkklaue Energiefokus, Leute. Das ist der... Das ist die Antwort. So, da kommt ein Kratzer. Schauen wir mal, was das macht. Hm, ein bisschen was, ne? Aber egal. Ja, der kommt zuerst, weil... Na egal. Solange wir critten, ist alles kein Problem, Freunde. Bam. Und das war ein Crit. Definitiv. Denn wir sind auf minus 2, aber John Cena interessiert das nicht. Shine Bright Diamond ist auf Level 10 gekommen. Und wir kriegen hier noch das Level 14 raus für John Cena. Und ich glaube, dass wir überhaupt nicht overleveled sind, Freunde. Er hat nur ein Pokémon gehabt? Okay. Denn wie wir hier sehen, ist sein Pokémon schon so auf so einem Level unser stärkstes Pokémon, ne? Wenn das nicht großartig ist, von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Haha! Denn es gibt nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen im Blütenfeld stehen. Und so werde ich vom Verlierer zum Gewinn. Gewinner. Ha! Tja, von innen abgeschlossen. Hat er sich einfach mal eingeschlossen. Ja, und jetzt? Willst du da drin vergammeln? Du brauchst doch irgendwann Nahrung. Aber okay, so lange will ich auch nicht warten, weil es könnte sein, dass er da drin noch ein paar, ne, Pokémon hat, die ihm, ne, so wie ein Shigi, immer so ein Schälchen an Nahrung. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, so, ne, im Anime, mussten die immer irgendwie Wasser haben und bla. Alter, du hast einen fucking Shigi. Sag dem doch einfach, er soll Aquaknarre einsetzen und dann hast du ein Glas Wasser. Bro! So, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Die letzte Aufnahmesession ist schon 2 Wochen her, Leute. Ich hatte so viel zu tun in den letzten 2 Wochen. Revolution aufnehmen und hier und da und dort, ne? Keine Chance, Freunde. Ich habe keine Ahnung mehr. Hatten wir im Windkraftwerk bereits einen Encounter? Ich glaube ja nicht, oder? So, jetzt können wir auf jeden Fall zu den Auen von Flori. Rübel 1, genug der Worte. Gib uns den süßen Honig her. Tu, was wir dir sagen. Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl an Pokémon anlocken und fangen. Hey, das Kind hat alles gesehen. Was machen wir nur? Das fehlt noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass es bald seinen Mund hält. Bitch, please. Bitch,
Please. Ach was, kein Doppelkampf? Pff. Ist klar, Freunde. So, Skunkapu ist auch auf Level 13. Naja, John Cena wird resisted. Das Einzige, was wir eigentlich machen können, ist entweder mit Lilly reinzugehen oder... Ja, komm, wir gehen mit Lilly rein. Schauen wir mal, was wir hier tun können. So. Energiefokus, der Boy. Und wir wissen, dass die Volltreffer in diesem Spiel, ne, doppelten Damage machen. So. Oh nee, kein Crit bitte. Kein Crit. Oh mein Gott. Kratzfurie des Todes, Alter. Und der stirbt nicht. Ich muss so Kislinde rein. Kislinde ist das Einzige, was das Ding resistet. Ja, aber wiederum kann ich mit Kislinde nicht viel machen, ne? Ey, Leute. Er hat sich mit Energiefokus aufgesetzt. Und macht Kratzfurie. Eine Attacke, die 5-mal treffen kann. Das heißt, er hat 5-mal die Chance zu critten. Ne? Er hat mich jetzt 3-mal getroffen. Schaut euch den Damage an. Wenn er mich nur 1 oder 2-mal crittet, dann ist ein Pokémon weg von mir. Ich muss mir jetzt ganz genau überlegen, was ich jetzt tun werde. Vor allem, wie outspeedet der mich, der Boy? Ich muss zu Kleinstein raus. Ich habe keine andere Wahl. Oh je. Jetzt senkt er noch meine Death. Jetzt senkt er noch meine Death, der Wichser. Zertrümmerer, ich muss seine Defensive... Oh, und er verfehlt, Alter. Nice. Ich muss seine Defensive schwächen. Und da kommt ein weiterer Kreideschrei. Okay, das ist gut. Ich glaube, wir könnten Skunkapu töten. Ja, nice. Okay, ich glaube, wir sollten ganz gut da rauskommen. Giftwolke. Okay, das vergifte mich einfach. Okay, das ist eine normale Vergiftung, keine starke. Damit kann ich leben. Okay, puh. Leute. Alter, diese Skunkapus sind ekelhaft, Mann. Richtig ekelhaft. Ja, verpiss dich, Galaktikrüpel, Alter. So. Mann, das ist lahm. Sie werden mir noch einen Lohn kürzen. Hey, ich bin als nächster dran. Mit geschwächten Pokémon wirst du eh nicht mehr gewinnen. Pff, Digga. Solange du keinen Skunkapu hast, alles gut. Oh je, da 2 Pokémon. Okay, mit Zubat kann ich leben. Was benutze ich denn, um Zubat zu kontern? Ich habe irgendwie, ne? Shine Bright wäre hier schon das perfekte Pokémon, aber ich kann noch keine Elektroattacke. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Naja, egal. Ich gehe einfach mal für den Tackle. Erstauner. Pff, komm. Alter, der Mann. Und wir flinchen. Und jetzt haut er noch einen Superschall raus. Alter, diese Pokémon. Ey, was ist da los, Mann? Ich werde nur weggehext. Die Hexen sind wieder am Start, Freunde. Ey, ich habe so Angst vor Crits in diesem Game. Ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, in all den anderen Logs, die wir bisher gespielt haben, waren Volltreffer nur 1,5-mal so viel Damage. Jetzt sind sie mal 2, ne? 2-mal so viel Damage. Und in unseren Logs sind immer nur Pokémon wegen Crits gestorben. Das heißt, in diesem Spiel werden uns so viele Pokémon sterben. Wir sind nicht mehr verwirrt, okay. So viele Pokémon werden uns sterben wegen Crits. Ey, kannst du mal aufhören zu flinchen? 2 von 2 Flinches, oder wie? Alter! Und es reicht nicht. Okay, ich gehe nochmal für den Tackle. Okay, Dankeschön. Meine Güte, Alter! Diese Flinches. So, Level 11 bitte und Donnerschock oder so. Bam! Woo! Shine bright like a diamond! Also momentan scheinst du ja noch nicht so bright wie ein Diamond, mein Freund. Aber das kommt schon noch. Ey, wir müssen wechseln. So, ich muss zu Fäustchen. Fäustchen muss eine Glut raushauen. So. Blutsauger. Easy. Vierfach resistet? Ja, ich glaube, oder? Feuer resistet doch Käfer, oder? Glaube ich zumindest.
Warte mal, ist Fäustchen überhaupt schon Kampf? Ich glaube nicht, oder? Nein, es ist nur Feuer, das heißt, ja, Feuer resistet. Das heißt, wir würden Kieferattacken später vierfach resistet. Yes! So, Glut, bam! So, oh je. Okay, alles gut. Ich hätte vielleicht Verhöhner einsetzen sollen, denn dann... Ich könnte bei Skunkapu Verhöhner einsetzen. Dann kann der Pisser nämlich keinen Energiefokus mehr einsetzen. So. Und er kriegt den Burn, er kriegt den Burn, er kriegt den Burn, er kriegt den Burn, lalalala. So, Verhöhner, mein Freund. Einfach so zum Spaß, ne? Schauen wir mal, ob er Superschall einsetzen wollte. Ne, er geht tatsächlich für den Blutsauger, aber egal. Jetzt macht er die Hälfte an Damage und der Resistance, das heißt 1 KP, jo. Und verreckt am Burn. Bra. Wäre funny gewesen, hätte er den Superschall eingesetzt. Aber okay, dann heute nicht. So, Fäustchen. Oh, kommt nicht ein Level weiter. Okay. Ich möchte eine Beförderung, um etwas zu... Was? Deine Mütte. Beach. So, verpisst euch mal, ihr kleinen Lutscher. Okay, komm, hier, weg. So. Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ja, ich vergesse immer auch meine Schlüssel immer auf dem Feld, auf dem Blumenfeld. Keine Ahnung, was die geleckte Grübel haben hier. Tue ich auch immer, Leute. Wenn ich mal draußen war und so, dann liegt da einfach mein Schlüssel rum und dann bringt ihn mir irgendein Typ, ne, dringt einfach in mein Haus ein und dann, hey, du hast deinen Schlüssel vergessen. Honig erhalten, okay. Auf die Rinde eines süßen Baumes schmieren. Oh, shit. Shine Bright ist immer noch gepoisoned. War es in dieser Edition noch so, dass Pokémon, die gepoisoned sind, verrecken? Was haben wir denn hier? Er hat noch 9 KP! Ja, ich muss ein Gegengift einsetzen, Leute. Hä, warte mal. Achso, Kislinde hat... Ist er vergiftet, nicht Shine Bright. Okay. Ein süßer... Okay. Was ist denn hier? Die labern einfach, oder wie? So, schauen wir mal. 18, okay, 18 Steps. Jetzt müssen wir aufpassen, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder? Das geht doch so runter, ne? Ja, noch 12. Oh, shit. 12, 11. Oh je, oh je. Schaffen wir das noch ins Center? 10, 9, 8, 7, 6. Ey, damn! Oh, shit. Ich muss das Ding heilen, Leute. Ich will Kislinde auf keinen Fall hier verlieren. Gegengift. Ja, fuck off, Mann. So, hier. Vergiftung geheilt. Vergiftung geheilt, Freunde. So easy geht das. Ey, Digga, wirst du mal den Eingang treffen? Herzlichen Dank, Mann. Was denn da los? So. Auf... easy mal ein Gegengift kaufen, ne? Aber wo haben wir hier? Mal 3 Stück. Habe ich ein Fluchtzeichen? Ja, fuck off. Fuck off. Fuck off. Njonga. So, dann haben wir alles, was wir brauchen oder alles, was wir wollten. Jetzt gehen wir nochmal heilen und dann gehen wir ins Kraftwerk rein und gucken mal, was da für Rüpel sind. Denn, das waren gerade eben Rüpel, aber da drin befinden sich wahrscheinlich noch irgendwelche Bosse und ich glaube nicht, dass sie so easy zu bekämpfen sind wie eben die beiden hier. Oh je, oh je, oh je, sage ich da nur. So, jetzt sind wir aber wieder full live. Ein bisschen stört mich, dass die KP-Anzeigen hier nicht resettet werden, ne? Erst jetzt, wenn der Screen sich, ne? Jetzt sind sie wieder voll, aber aktuell sind sie nicht. Das ist so ein bisschen doof, genau in so einer Situation, wie wenn jemand gepoisoned ist. So, da können wir nicht weiter, weil die lassen uns eh nicht durch, ne? Zuerst müssen wir ihre Machenschaften hier zerschlagen, im Windkraftwerk, und jetzt haben wir ja den Schlüssel. Klick! Bam! So, Freunde, wir dringen ins Windkraftwerk ein. Was? Das kann doch gar nicht sein, du hast den Schlüssel, aber...
Dann habe ich die Tür ganz umsonst verschlossen. Jetzt stehe ich wieder wie ein totaler Verlierer da. Aber keine Zeit für Selbstmitleid. Ich muss dem Commander Bescheid geben. Junge, halt den doch auf. Was ist los mit dir? Da keine Pokémon mehr und du hast ihn gerackt. Und jetzt lässt du den einfach so weggehen, oder wie? Oh je, da ist schon der erste Battler. Der erste Kämpfer. Habe ich irgendwelche Items, die nützlich wären? Kugelsaat-Tarnsteine. Ich muss immer noch lachen, weil wir Tarnsteine haben, Alter. Abwehr, Angriff plus. Irgendwie haben wir gar nichts, ne? Ja, okay, Leute, dann starten wir eben mit Shine Bright. Ach, das macht doch gar keinen Spaß hier. Das ist ja gar keine richtige Arbeit, sag ich dir. Mein Freund, mit mir und meinen Pokémon wirst du genug Arbeit haben. Das promise ich dir. Pff, smart. Bitch! Oh, Level 13. Alter, wie hoch sind die denn, Alter? Ich bin hier richtig... Oh, Biss. Bitte kein Flinch. Dankeschön. Aber ich kann nicht drinbleiben, Leute. Der rackt mich. Der macht mich kaputt. Was haben wir denn da? Ja, ich müsste mit John Cena rein, aber mit John Cena kann ich nichts machen. Er resistet das vierfach. Das heißt, ich muss wieder mit Fäustchen rein und da Fäustchen noch kein Kampf-Pokémon ist, resisten wir den Biss auch nicht. Das ist ein bisschen suboptimal, aber hey, wir geben alles. Outspeeden wir wenigstens? Herzlichen Dank. Dankeschön. Bam. Fäustchen ist, glaube ich, das schnellste. Der Boy, Alter. Und er verfehlt. Ey, wie viel die aushalten. Ich glaube, ich muss ein bisschen trainieren hier. Was ist denn da los? Holy damn. So, gleich nochmal eine Glut. Bam. Ey, Leute, das ist ein normaler Rüpel, ne? Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und John Cena hilft uns hier nicht viel, weil die haben ultra viele Gift-Pokémon, die Pisser. So, ich muss mal kurz gucken, welches Pokémon aus meinem Team das schnellste ist. Was? Ein Rotzlevel hat mich besiegt? Ja, die erste Entwicklung in der ganzen Lok. Unser Panflam entwickelt sich zu einem Pampyro. Oh yeah! Genau zum richtigen Zeitpunkt, Freunde. Das hätte noch ziemlich ekelhaft werden. Tempo-Hieb! Ist klar, eine 40er Step! Prio-Attacke, Alter. Und jetzt ist er zum Typkampf mutiert. Yeah, okay, das passt. Weil die Viecher haben super viele Unlicht- und Gift-Pokémon, ne? So wie ich das sehe. Was machen wir denn da? Silberblick weg, ne? Nee, warte mal, Kratzer, ich Idiot. Hä, warum? Warum habe ich gerade Silberblick und nicht Kratzer? Ich bin dumm. Sorry, Leute, aber okay. So, schauen wir mal. Shine Bright ist 15, 13, 15, 22, 11 und 32. Okay, also Fäustchen ist definitiv das Stärkste in unserem Team. 28 Angriff, 31 Angriff. Aber wir sind hier auch entwickelt und... Ja, wir sind entwickelt, okay. Alles klar. Kratzer 40, Tempo 40, Glut 40. Aber Spezialangriff haben wir nicht so viel und es ist... Okay, passt. Das ist super. Das ist super, Alter. Ich feiere immer noch, dass wir Adrenalin auf John Cena haben. Ey. Das wird so krank werden, einfach nur. Oh je. So, wir gehen... Gehen wir weiter? Ja, wir machen ein bisschen länger heute. Einfach weil so. Ich würde aber gerne Fäustchen gegen Shine Bright tauschen, weil ich kann mir einen Switch nicht mehr wechseln, nicht mehr leisten. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen ist meine Mission. Bräh. Okay, Mann, mach was du willst. So, da kommt Charmian, das ist okay. Kann schneller sein als mein Fäustchen, ist mir aber egal, denn wir haben fucking Tempo-Heap. Und Tempo-Heap wird das Ding wrecken. Bam! Und es reicht für einen One-Shot. Nice. Sehr gut. 166 GP.
Und da kommt wieder ein Skunkapu. Jo, am besten mache ich jetzt einfach mal den Verhöhner, denn dann kann er eigentlich nur... Oh, warte mal, dann kann er nur noch Kratzbubi einsetzen. Das ist eigentlich nicht sehr gut. Ha, gerade! So, war das schon in dieser Gen resisted? Ich teste es einfach mal. Tempo-Hieb. Okay, in dieser Gen resisted Gift kein Kampf. Sehe ich das gerade richtig? Skunkapu ist doch... Ist es normal Poison? Oder ist es einfach nur Poison? Warte mal, das google ich jetzt kurz nach. Skunkapu. Es ist ein... Ah, es ist ein Gift-Unlicht-Pokémon und deswegen ist es neutral. Alles klar. Ich dachte, dass Dingens erst Unlicht wird, aber demnach ist dieses Ding schon Unlicht. Okay, Freunde, dann wissen wir Bescheid. Tempo-Hieb ist auf jeden Fall neutral. Und damit können wir einiges wrecken. So, wow, wir haben noch nichts geschafft, ne? Wir haben gar nichts geschafft. Freunde, ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder, denn wir sind schon wieder über 20 Minuten im Part. Im nächsten Mal oder im nächsten Part wird's dann zum Boss-Battle kommen, wahrscheinlich. Im Windkraftwerk, Freunde. Also seid auf jeden Fall dabei, wenn wir... Naja, das könnte spannender werden, als ich das gerne hätte. Also, haut rein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und bis dann. Ciao.